Was geht ab, meine lieben Freunde, ihr seht Raptastisch. Heute geht es um die Folgen von Eminems Diss-Track an Machine Gun Kelly. Vor knapp 5 Wochen veröffentlichte Eminem das Album Kamikaze, in dem der Weltstar ordentlich austeilte. In erster Linie wurden mit dem Album Kritiker attackiert, die Eminem zuvor stark für die schwache Leistung auf seinem 2017er Album kritisierten. Doch auch Rapper wurden von Eminem nicht verschont, wie zum Beispiel Machine Gun Kelly, der in der Vergangenheit Eminems Tochter als hard as fuck bezeichnete, was Eminem offensichtlich nicht besonders erfreute. Machine Gun Kelly selbst veröffentlichte darauf einen Diss-Track gegen Eminem und bekam eine ordentliche Antwort ebenfalls in Form eines Diss-Tracks zurück. Mit 127 Millionen Aufrufen schafft es der Diss-Track von Eminem zum meistgehörten Diss-Track auf YouTube zu werden. Dies führte dazu, dass Machine Gun Kelly vorgeworfen wurde, er würde diesen Beef nutzen, um an Bekanntheit zu gewinnen und sein nächstes Release zu promoten. Dies zeigte sich darin, dass er seine EP sogar in den Tweets promotete, in denen er Eminem attackierte. Jedoch war der Diss-Track von Eminem so sehr unter Kritikern beliebt, dass sie das Karriereende von Machine Gun Kelly vorhersagten. Nun zeigt sich offensichtlich, dass diese Vorhersage gar nicht so weit hergeholt war. Der Diss-Track scheint der Karriere von Machine Gun Kelly enorm angetan zu haben. Wie von My Mixtapes bekannt gegeben wurde, konnte der Cleveland-Rapper lediglich 9000 direkte Verkäufe am ersten Wochenende verbuchen. Zählt man die Streamingzahlen mit, kommt die neue EP auf insgesamt 21.519 Einheiten. Im Vergleich zu den Verkaufszahlen seines letzten Albums Bloom, welche sich am ersten Wochenende insgesamt 57.000 Mal verkaufen ließ, ist dies ein sehr katastrophales Ergebnis. Ob der US-Rapper sich in diesem Beef überschätzt hat? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.